Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen Map. Und hier seht ihr eines unserer neuen Equipments, glaube ich. Ich glaube, dass wir den Xerion in der letzten Folge noch nicht hatten. Und ja, da kam noch ein bisschen was dazu. Außerdem hier den John Deere Pflug. Der funktioniert auch, das habe ich ausprobiert. Ja, ein großes Teil mit über 15 Meter Spannweite, glaube ich. Oder? Gucken wir nochmal nach. Ich habe ja gesagt, ich werde so einiges ersetzen. Ne, 9 Meter. 9 Meter, ja, komm. Aber im Vergleich, der Salford, der hatte 6,1 Meter. Also doch nochmal ein deutliches Stück größer. Und dann kommen wir hier noch zu einem neuen John Deere. Der 8530 mit dem Bergmann Überladewagen. Und dann, warte, ich will noch nicht liegen. Hier in der Scheune steht noch was Tolles. Und zwar, Achtung, hier seht ihr schon zweimal Räder. Zwei Lexion 780 mit Schneidwerk dabei. Ist auch neu. Schön nummeriert mit 1 und 2 und einem Schneidwerk. Das hat, ich glaube, 15 Meter. 15 Meter Spannweite. Ne, 13 Meter 7. Also mit den Spannweiten haben wir es nicht so arg. Oder mit den Größen. Aber ja, das ist unter anderem unser neues Equipment. Und damit starten wir die Folge. Und den ersten Lexion. Weil unser Feld Nummer 18 ist bereit zum Ernten. Wie ich das in der letzten Folge gesagt habe, werde ich soweit vorspielen, bis wir das Feld 18 ernten können. Und dann stellen wir hier mal kurz einen Konvoi zusammen. So, einmal den Lexion. Und dann laufen wir mal ein bisschen schneller. Ich habe noch ein paar neue Mods hinzugefügt, dass es einfach ein bisschen schneller ist, weil manchmal nervt es mich, wenn ich nur so langsam unterwegs bin, wenn ich laufe. Deshalb habe ich da eben noch ein bisschen was erneuert. Auch noch ein paar neue Fahrzeuge haben wir dabei. Und ja, gucken wir mal, wie das alles jetzt vonstatten geht. Wenn ihr euch fragt, wie ich mir das Ganze leisten konnte, ganz einfach. Ich habe insgesamt 4 Auflieger. Moment, muss mal kurz Follow Me einstellen. Und zwar so, dass die sich nicht immer hinten in die Karre fahren. Boah, was ein Geräuschpegel. So, dann haben wir hier noch einen Tatra, den mit dem Annaburger Auflieger. Den kennt ihr, glaube ich, schon. Den fahren wir auch mal gerade da hinten dran. Auch Follow Me. 25 Meter. Ich habe ganz einfach 4 volle Trailer mit Paletten verkauft. Also 4 Paletten und das hat uns ungefähr, dieser Sound ist krass. Hört ihr das? Hört ihr das? Alter, ich mag das. So richtig dumpf. Der brüllt richtig. So, dann hängen wir den hier noch hinten dran. Also 4 Trailer von Paletten haben uns ungefähr 500, ja, 570.000
Öcken gebracht. Das war ein guter Gewinn. Und dadurch konnten wir uns auch dann noch den zweiten Drescher leisten. Jetzt bin ich irgendwie falsch hier hingefahren. Mal gucken hier, dass wir hier wenden. Die Allradlenkung beim Xerion hier haben wir gerade mal aus. Weil ich habe festgestellt, mit dem Krampe-Aufleger ist es ein bisschen einfacher, wenn man nur die Vorderradlenkung aktiviert hat. So, sind wir jetzt gleich hinter dem? Ja. So. Da haben wir also alles mal positioniert. Und dann können wir hier mit dem Lexion mal starten. Und wir fahren zu Feld 18 natürlich. Feld 18 habe ich auch schon einiges eingefahren. Ihr wisst ja, ich habe noch eine zweite Map. Also nein, ich habe eigentlich eine Kopie von dieser Map. Ups. Nein, nicht aufklappen. Ich habe eine Kopie von dieser Map hier. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen weiterfahren und dann vorne erst Richtung Feld. Ich habe eine Kopie von dieser Map und auf dieser Map spiele ich zum Teil einfach Sachen vor, beziehungsweise nutze diese Map, um... Wie, ist da jetzt schon einer hängen geblieben, oder was? Och, nee. Die zweite Mähdrescher ist gleich mal hängen geblieben. Ich nutze die andere Map dafür, zum Beispiel Kurse schon vorab einfahren zu können. So, wir müssen mal hier gerade ein bisschen... Jetzt habe ich schon wieder aufgeklappt, gell? So, gut. Es hat schon mal geklappt. Um Kurse einzufahren. Damit wir das nicht alles hier machen müssen. Weil wenn ich jeden Kurs hier erstmal einfahren muss und ihr dann erst was zu schauen habt, dann ist es nicht immer so toll. So, dann gucken wir mal, wo der hängt. Oder ist er... Der ist aber weit gekommen, muss ich echt mal sagen. So. Eigentlich dachte ich, wir können einfach hier mal schön... So, jetzt gucke ich aber, dass die alle durchkommen. Es ist einfach für mich praktischer, wenn ich die Kurse auf einer genau gleichen Map vorher schon mal einfahren kann. Dann spare ich mir die Arbeit nämlich in der Aufnahme. So, jetzt sind alle rausgekommen, das ist schon mal gut. Das Schild hier muss endlich mal dran glauben. So, jetzt haben wir hier noch eine heikle Stelle. Dass die alle um das Schild, um das Weiße rumkommen. Wir haben noch genügend Zeit, das Zeug hier alles zu positionieren. Da wir erst in der Erntereife 1 sind bei dem Feld hier. Also wir müssen auch nicht... sofort in der nächsten Folge starten mit Ernten. Sondern wir haben genügend Zeit. Und das ist auch gut. Wir können dieses Feld hier
komplett automatisch abernten lassen. Ich habe alles so weit eingestellt, dass das funktionsfähig ist. So, jetzt warte. Steigen wir hier mal kurz ein, machen Follow Me raus und fahren hier mal noch das andere Equipment an eine andere Startposition, weil die starten natürlich nicht da, wo der Drescher startet. So, aber wir gehen mal hier in Curseplay rein und machen hier Abfahren Silo. So. Und stellen den mal auf seine Startposition. Der fährt da jetzt automatisch hin, die anderen folgen ihm natürlich. Es hat so lange gedauert, also den ganzen Samstag war ich eigentlich damit beschäftigt, die Kurse hier so zu machen, dass sie wirklich funktionieren. Weil ich hatte übelste Probleme. Hört ihr den Johnny im Hintergrund? Ich hatte wirklich übelste Probleme mit dem Überladewagen. Warum hält er jetzt nicht an? Hallo? Stopp. Warum hat er jetzt nicht angehalten? So, den können wir auch mal entlassen. Und den Xerion auch. So, der schert aus. Dieser Sound, ich mag den. Oh, krass, Leute, krass. So, wir sind übrigens, also wenn ich das sagen darf, jetzt mal etwas mehr XL geworden. Und das freut mich. Durch das, dass wir auch, Moment, hier, Abfahrer Silo. Ah, hier, ich habe den falschen Modus ausgewählt. Jetzt muss ich nur überlegen. Drescher abtanken. Das hier war, glaube ich, der richtige Modus. Genau, und der müsste jetzt hier nämlich anhalten. Tut er aber nicht. Oder? Nee, der hält nicht an. Was ist denn da los? Ey, Kollege. Warum macht der da was nicht? Ah, hier. Nee. Abfahren bei 100%. Oder war das der? Der hier war es, der Kurs war es. Und wir haben hier kein Weizen, sondern... was haben wir denn hier? Soja, glaube ich. Jawohl. Dann müssen wir hier noch auf Soja wechseln. Anzahl der Durchläufe unbegrenzt. Und jetzt müsste er am richtigen Punkt warten. Der müsste da vorne bei dem Stoppschild ungefähr anhalten. Ja, langsamer wird er schon mal. Wird beladen. 0 von 52.200. So, also den ersten Modus brauchen wir. Abfahren bei 100.
Und hier auch die Sojabohnen. In den Annaburger geht natürlich nicht so viel rein. So, der fährt jetzt hinter den Xerion und wartet da. So, sagt jetzt natürlich, er steckt im Verkehr fest, ist ja auch richtig so. Oh, jetzt haben wir hier so ein paar kleine Lecks. So. Den hier erstatten wir jetzt mal. Das Mehrwerk müssen wir noch ein, Schneidwerk müssen wir noch zuklappen. So, und dann starten wir hier unser erstes Feld zum Abbauen, sogar schon im Drescherverbund. Da gehen wir hier auf Drescher VB, Feld 18. Heißt natürlich nichts anderes wie Drescherverbund. Dreschen. Ah, ne, nicht selbst abtanken, sondern hier. So, dann haben wir hier ein paar Einstellungen. Abfahrer, Priorität, Entfernung. Nein, der Füllstand ist entscheidend. Während im Abladen anhalten, aktiviere ich. Ich möchte das so haben. So, dann sind wir auf Feld 18. Startposition haben wir. Vorgewende machen wir 1. Aber das stellen wir hier ein, komm. Vorgewende rundherum, Vorgewendebahn 1 im Uhrzeigersinn, Vorgewendebahn und wir machen aber scharf. Fahrzeuge auf demselben Kurs 2. Das passt, dann generieren wir mal den Kurs. Und dann zeigt er uns hier einen schönen Kurs an. Dann machen wir okay. Vorgewende 1 reicht, dann müssen wir hier noch einstellen, der hier fährt links, nicht rechts. Und dann abfahren bei 90% ist okay. Ja, ich glaube, das war's. Und dann starten wir den hier mal. Drescherverband aktiviert. Und dann startet er hier schon. Ah, Moment. Halt. Entlassen kurz. Ich möchte hier noch. Jetzt bin ich etwas irritiert. Hä? Warum kann ich hier nicht? Achso, Strohablage ist hier nicht möglich. Okay, dann können wir hier einfach den weiterfahren lassen. Soja hat keine Silagemöglichkeit, Strohablage. So. Dann können wir hier zum zweiten fahren, gehen. Den müssen wir jetzt auch noch einstellen. So. Jetzt machen wir hier auch Moment, Kurs kopieren von nicht von Xerion, vom Lexion.
Dann sind wir aber bei der Feldarbeit. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Wenn ich, genau, ich, wenn ich den nämlich kopiere. Warte. Hier 90, da machen wir 0. So, und wir haben den kopiert. Der ist aber, doch, der hier ist rechts. Das hier ist eigentlich irrelevant, weil wir, doch, wir brauchen den Kurs. Gleicher Verband. So, hier Abfahrer anhalten. Der fährt rechts. Fahrzeuge auf demselben Kurs sind 2 und dann starten wir den hier mal. Drescherverband aktiviert. Ich hoffe jetzt mal, dass ich das richtig eingestellt habe. Das war aber ein krasser Lag. Was wir auf jeden Fall schon mal sehen, ist, dass der hier ordentlich vorwärts Gas gibt. Und es sieht soweit ganz gut aus. Da hinten am Dorf ist schon der erste Lexion am Fahren. Wir gehen mal gerade schnell gucken, was der hier macht, ob der das alles korrekt macht. Okay, steckt fest. Das haben wir jetzt hier halt im Moment so, wegen den Vorgewänden. Aber wenn die Vorgewände durch sind, dann haben wir hier keine Probleme mehr mit der Feldbearbeitung, weil wir haben ja, wir haben zwar nur ein Vorgewände, aber durch das, dass wir 2 Drescher haben, haben wir eigentlich ja 2. So, da hinten kommt der andere. Und dann können wir eigentlich mal schnell hier in den John Deere einspringen. Und da mal einfach zu den Dreschern hinfahren. Ich meine, die brauchen noch eine Weile zum Abtanken, aber das ist ja nicht so wild. So. Oh, dieses Geschaukel, das nervt ein bisschen. Ah, jetzt geht's. Ich hoffe mal, dass der zweite Lexion da richtig manövriert ist. Die Ecke hat er schon mal gut gemeistert. Jetzt hoffe ich, dass er hier dann auch gut um die Ecke kommt.
So, der wendet gerade. Das ist gut. Hier hat er es hingebracht. Da vorne an der anderen Ecke nicht. So, hier haben wir nämlich ein Problem nachher beim Abtanken. Ich hoffe mal, dass der noch weit genug nach vorne fährt. Weil hier ist der Graben links. Also, der hat mir beim Einfahren auf dem anderen Spielstand, ich nenne es jetzt einfach mal Spielstand, ordentlich Schwierigkeiten bereitet, weil der Abladewagen da richtig drin hing. Ich musste da mit dem Xerion kommen und von hinten richtig ordentlich dran schieben, dass der wieder rausgekommen ist. Hier haben wir aber ordentlich Schräglage, hey. Guckt euch mal an, das fällt richtig ab. So, ich weiß gar nicht, ob wir das heute noch hinkriegen mit Abtanken. Ich vermute, das wird schwer. Wo ist der andere? Der müsste da eigentlich gleich um die Ecke kommen. Ich schau mal gerade unten auf der Minimap, ob der sich überhaupt noch bewegt. Aber ich habe keine Curseplay-Info gekriegt, dass der ein Problem hat. Oh ne, da ist er ja. Der fährt. Also alles gut. Okay, der ist an dem Graben vorbei, das passt. Sieht alles wunderbar aus. Dann könnten wir hier einfach auch mal den Kurs F18 Überladewagen starten. Abfahrer. Soja. An gerade Rohrposition. Unbekannt. Dann machen wir doch mal, speichern wir gerade eine Rohrposition. So. Was soll er noch bemerken? Abfahren bei 100%. Start bei 80. So, und dann machen wir halt hier mal starten. Und jetzt gucken wir, was der tut. Der fährt jetzt so lange hinterm Drescher, bis der abgetankt werden kann. Bis der Drescher ihm sagt, ey, hallo, ich brauche jemand. So, jetzt. Geht das Rohr raus. Und unser Fahrer müsste jetzt eigentlich merken gleich. Wir müssen, seht ihr, jetzt dreht er irgendwie um. Ich weiß jetzt nicht, wo er hin will.
Ich glaube, das müssen wir nochmal ändern. Der will nämlich, glaube ich... Genau, der wollte eigentlich zu seinem Wegpunkt. Aber das können wir ja auch kurz mal einstellen. Achso, warte, hier, warte, es gibt noch eine Position hier aktiviert. Ersten Wegpunkt gerade anfahren und er soll immer am ersten Wegpunkt. Na. So. Der fährt jetzt einmal einfach die Runde, wie sie eingefahren ist. Und zum Abtanken wird man, also zum echten Abtanken, wird man wohl erst in der nächsten Folge kommen. So, ich hoffe, dass der jetzt hier durchkommt. Eingefahren habe ich es mit dem Deutz. Jetzt macht er das Rohr raus. Geht auf die richtige Rohrposition. Und dann würde er hier abtanken. Da aber nichts drin ist, Rohr wieder rein. Und dann sucht er sich eigentlich einen Drescher, der passt. So sollte es zumindest sein. Ich weiß jetzt nicht, weshalb er wieder zum ersten Wegpunkt fährt. Habe ich da irgendwas Doofes eingestellt? Okay, der wartet jetzt hier, bis er das Signal kriegt. Das ist auch okay. Hallo? Wo hat denn... Hä? Wo hat der Drescher denn jetzt die Palette gefunden? Wie kommt auf das Feld hier eine Palette? Hä? Kommt da eine Palette hin? Ich bin perplex. So, schiebt er die jetzt? Der schiebt die weit genug. Okay, dann steht die jetzt. Alter. Oh oh. Kriegt er die Kurve wieder? Fährt denn der hier zusammen? Jetzt ist er wieder auf seiner Bahn. Gut, aber das soll es von heute gewesen sein. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, Like, Abo oder Kommentar und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.